Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Boss im dritten Flügel bei der Forscherliga in Hearthstone. Das ist aber eine lange Kette. Ich hatte gehofft, Riesenflosse aus dem Weg gehen zu können. Nun ja, für Ruhm und Ehre. Genau, für Ruhm und Ehre. Und wir kämpfen gegen den guten Riesenflosse. Und ich habe euch dafür ein kleines Kriegerdeck. Ihr seid hier auf der linken Seite zusammengestellt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, dadurch, dass er ja nur Murlocs spielt, die alle ja meistens immer recht wenig Schaden machen, außer sie buffen sich gegenseitig, würde ich komplett auf den grimmigen Gast halt eben setzen und muss im Prinzip nur bis zur Runde 5 durchhalten und schauen, dass ich entsprechend bis dahin den grimmigen Gast irgendwie bekomme. Das heißt, ich werde mir hier jetzt auch in dieser Runde, werde ich mir jetzt wahrscheinlich die Waffe behalten und Schämen ist nutzlos. Und ihn zum Kartenziehen brauchen wir jetzt auch noch nicht. Ich brauche jetzt erstmal einfach Verteidigungsmöglichkeiten, damit wir einfach gegen die Buffer los vorgehen können. Und die kleinen Mini-Flossen, die können wir entsprechend lassen. So, was spielt er? Er spielt einen Räuber. Mini-Flosse. Okay, also 3 Schaden, die uns auf uns reinprassen können, ist eigentlich kein großes Problem. Ich spiele mir, damit ich trotzdem ein bisschen Schutz habe für später, spiele ich mir hier die Rüstungsschmiedin rein. Die kann dann auch entsprechend halt eben ein bisschen noch was aufhalten, so einen kleinen 1-1er wegnehmen. Oder, ja, so wie es jetzt aussieht, hier der 3-3er, der ist natürlich perfekt für unsere Waffe. Deswegen, Mini-Finn gehen Gott sei Dank bei uns ins Gesicht. So, und dann würde ich hier auch entsprechend, würde ich mir jetzt wahrscheinlich die Waffe spielen. So, einmal rein. Dann gehe ich auf den 3-3er, damit die einfach wieder ihre Fähigkeit verlieren. Damit sind sie alle wieder schön klein. Soll ich sie jetzt noch gegen irgendeinen opfern? Ja, hauen wir auf den 2-1er. Damit erwarten uns jetzt dann eigentlich nur 3 Schaden. Ich konnte auch ein Schild nochmal aufbauen. Das heißt, effektiv kriegen wir 2 Schaden. Und werden dann auf die 2. Ja, okay. Außer er spielt den natürlich. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Schaden rein. Er spielt natürlich alles, was er irgendwie spielen kann. Spielt sein komplettes Murloc-Deck aus. Hau rein. Und wir müssen uns wieder ein bisschen dagegen wehren. Die 4-1er Waffe nehme ich und ich nehme seinen 1-1er weg, der die anderen bufft. So, damit kriegen wir jetzt 7 Schaden, sind auf 18. Ich hätte ihm auch alles einmal wegnehmen können mit dem Wirbeln. Allerdings hätte es dann auch ein bisschen, ja, dann hätte er wieder sein komplett alles wieder auftauchen lassen gespielt. Das wäre auch nicht ganz so gut gewesen. Jetzt haben wir natürlich hier die wunderbare Chance, wir können unseren Grimm spielen. Den wollten wir ja. Und dadurch, dass wir die Waffe ja gerade eben benutzt haben, können wir... Na, ich werde ihn jetzt auch hier nochmal einmal schon mal verdoppeln. Und dann mache ich hier... Nehme ich eben hier seinen 3-4er weg. So. Seine ganzen Mini-Fins. Oder einer zumindest mal verschwindet auch. Und es sollte eigentlich langen 2, 3, 4, 5, 6. Wenn er jetzt keinen Buffer spielt, haben wir es geschafft, so gut wie. Und Gott sei Dank nur ein Lebensbuffer. Und hier auch nochmal einen. Okay, wir werden jetzt aber ziemlich weit runterfliegen. Aber wenn wir die überleben, dann ist es so gut wie, weil wir haben ja hier unten noch die Rüstungsschmiedin. Ihr seht die ja sehr, sehr schön. Und zusätzlich das Wirbeln. Das heißt, wir haben hier wunderschön oben haben wir 1, 2, 3, 4, 5 liegen. So, und jetzt noch einmal Wirbelwind drüber laufen lassen. Ich schau nochmal, ob ich nochmal irgendwo was... Da können wir auch nochmal verdoppeln. So, hier. Welchen muss ich noch irgendwie wegnehmen? Dann nehmen wir ihn weg. So, und jetzt... den auch noch gegen irgendeinen einzulaufen lassen. So, hier. So, damit steht bei uns alles voll. Ihr seht auch schon unten, wir sind jetzt schon wieder auf 6 Leben hochgerast.
Jetzt hau ich mir noch einmal Shield ab rein und noch einmal einen Wirbelwind, damit es einfach auch noch mal alles durchgeht. Und jetzt seht ihr, wie das Schild hochgeht. Tack, 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 tack. Und damit sind wir eigentlich so gut, haben wir so gut wie gewonnen. Weil er braucht jetzt eigentlich ja sehr, sehr eklige Karten. Oder müsste uns sehr eklige Sachen reindrücken. Ja, da kommt natürlich dieses Wiederbeleben wieder. So, geht auf alles, was er irgendwie in die Finger bekommen kann. Ich überlege mir, was ich nehmen kann. Jetzt buffen wir uns hier einen Angreifer noch daneben hin. So, den können wir spielen. Shield ab, immer ganz wichtig. Und jetzt, was können wir wegnehmen? Natürlich sind unsere jetzt alle hier so auf 3-2. Das heißt, das Orakel drüben wird ich dann wegnehmen, wenn ich hier nichts mehr hinsetzen kann. So, er bufft sich hoch. Unser kleiner Berserker. Dann gehen wir mit ihm auf den Action. Oder, ja, soll ich mit dem noch wegnehmen? Na komm, gehen wir mit dem da drauf. Dass wir da auch wieder einen 3-3er liegen haben. Wir brauchen ja ein bisschen was, um dagegen zu halten. So, damit nehmen wir ihm seinen, den da hinten weg. So, und sollen wir mit der auch noch irgendwas machen? Ne, damit gehen wir komplett ins Gesicht. Die möchten wir ja noch behalten. Ich hätte auch auf den 1-2er drüben gehen können. Aber ich denke, so sind wir auf einer ganz sicheren Ebene. Bei ihm verbrennen schon die Karten. Er spielt aber trotzdem nochmal einen Allspawner. Geht uns wieder voll ins Gesicht. So, den will er uns natürlich wegnehmen hier. Und spielt einen der ekligsten überhaupt. So, der am Anfang eigentlich recht harmlos ist, aber wenn natürlich sehr, sehr viele da sind, ist er echt eklig. Deswegen nehme ich ihm den auch gleich wieder komplett weg. So, hier einmal. Damit sind wir drüben schon auf 11. Shield ab weiterhin. So, jetzt haben wir 2-3-3er liegen. Das heißt, wir können jetzt schön wieder wegnehmen. Den nehmen wir mit einem, der eh sterben würde, egal was wir spielen. Und die 3-3er lassen wir in die Kleinen reinrennen. Das heißt, damit nehme ich ihn weg und verdopple mich. Genau. Und mit dem auf den anderen Großen. Und damit liegen bei ihm halt eben auch wirklich nur noch wunderschöne 4 Schaden auf dem Schild, auf dem Feld. Und ich hau ihm 17 Schaden rein und er fällt auf 26. Steht 19-26. Was macht er jetzt? Er wird wahrscheinlich wieder sein, ich ziehe alles Karte spielen. Na? Nee, er will meinen Großen langsam weg haben. So, geht voll Rampage und mir voll ins Gesicht. So, jetzt kommen die großen Karten. Und es würde eigentlich schon reichen. Es reicht auch schon. Wir haben die 23 da liegen. Plus halt eben noch die 7, 8. Also reicht absolut schön. Und wir gehen ihm direkt komplett ins Gesicht. So, hier spiele ich noch ihn. Der geht auch noch ins Gesicht. Und dann kommt noch der große Schmerz. Und das war der gute Riesenflosse. Also ihr seht's, mit einem ganz einfachen Trick, in dem Fall mit einem grimmigen Gast, sollte der... Schande. Mit einer besseren Erziehung wäre das gewiss nicht passiert. Genau, bessere Erziehung. Ja, ihr seht's, also mit diesem Deck soll es eigentlich kein großes Problem sein. Ihr müsst nur schauen, dass ihr halt vor Runde 5 halt eben entsprechend halt eben den grimmigen Gast zieht. Und den auch möglichst früh aufs Feld bringen können. Ansonsten halt eben wirklich gegen die Buffer gehen. Und dann sollte das kein Problem sein. Wir sehen uns gleich bei Lady Nasia. Und ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und bis nachher. Ciao, ciao.